Am 19.11. lud die Klimaschutzagentur Region Hannover in die Akademie des Sports ein. Eingeladen waren Bürgermeister verschiedener städtischer und ländlicher Kommunen. Grund der Einladung war ein Klimakontest, in dem die Umsetzung verschiedener Umweltprogramme der Kommunen ausgezeichnet wurden. Es werden die Städte und Gemeinden ausgezeichnet, die in 5 Disziplinen einfach Spitze gewesen sind beim Klimaschutz. Die Disziplinen sind Solarenergie, Bioenergie, Windenergie, Kraft-Wärme-Kopplung und der Neubau von sogenannten Passivhäusern. Und es werden die Meister, die über alle Kategorien hinweg einfach die meisten Punkte erreicht haben. Und das in 3 Kategorien. Wir haben hier in der Region Hannover eher ländlich strukturierte Gemeinden, wir haben eher städtisch strukturierte Gemeinden und wir haben eine Mischform von ländlich-städtisch strukturierten Gemeinden. Und überall haben wir die Meister heute gefeiert. Es haben inzwischen alle Städte und Gemeinden hier in der Region Hannover sogenannte Klimaschutzprogramme. Das sind Konzepte, wie kann man Klimaschutz von heute bis ins Jahr 2050 umsetzen. Was brauchen wir an Maßnahmen, an Aktivitäten, um Klimaschutz tatsächlich in dem benötigten Umfang umzusetzen? Und da gibt es umfangreiche Maßnahmekataloge bei den Städten und Gemeinden, im Regelfall so 80 bis 100 Maßnahmen, die in diesen Konzepten und Programmen stehen. Und wir haben gesagt, jetzt müssen wir den Startschuss geben in die Umsetzung dieser Programme. Und die Umsetzung dieser Programme versuchen wir jetzt mit Hilfe dieser Indikatoren in den 5 vorhin geschilderten Bereichen tatsächlich zu messen. Und wir können zeigen, dass sich hier in der Region Hannover ganz viel bewegt. Wir haben 12.000 regenerative Energieerzeugungsanlagen hier in der Region Hannover inzwischen. Und alleine im letzten Jahr sind nochmal trotz schwieriger Rahmenbedingungen 400 hinzugekommen. Ziel des Wettbewerbs ist es, Informationen und Anregungen zu geben und zur Umsetzung weiterer Umweltprogramme zu motivieren. Da bin ich ganz sicher, weil die Städte und Gemeinden erstens begriffen haben, dass Klimaschutz kein Geld kostet, sondern letztlich Geld für die Kasse bringt. Ganz einfach dadurch, dass in hohem Umfang Betriebskosten eingespart werden, wenn energetisch modernisiert wird und wenn eben erneuerbare Anlagen eingesetzt werden. Das haben alle Städte und Gemeinden inzwischen längst begriffen und sind dabei, ihre eigenen öffentlichen Einrichtungen zu sanieren. Und dadurch, dass sie gutes Vorbild auf diese Art und Weise für die Bürger und Betriebe in ihrem Gemeindegebiet sind, motivieren sie eben auch Bürger und Betriebe, so etwas zu tun. Und wir helfen letztlich durch diesen Wettbewerb nur mit Informationen und mit ein bisschen Sportsgeist die Städte und Gemeinden dazu zu bringen, noch mehr an Öffentlichkeitsarbeit mehr zu machen und noch mehr an Projekten umzusetzen. Also wir als Klimaschutzagentur sprechen ja im Regelfall den Bürger direkt an. Wir machen ganz viele Informations- und Beratungskampagnen, wo wir konkret beim Hausbesitzer Energieberatung betreiben. Das heißt, den Hausbesitzer darüber informieren, was er sinnvollerweise in welcher Reihenfolge an seinem Haus tun würde. Das Gleiche machen wir zum Thema Stromsparberatung. Das Gleiche machen wir aber auch in den Betrieben. Das heißt, wir als Klimaschutzagentur helfen den Bürgern und den Betrieben ganz konkret Energie zu sparen. Für Udo Saling war der Wettbewerb ein voller Erfolg. Vor 5 Jahren die gleiche Veranstaltung und ich garantiere Ihnen, wir hätten 2 oder 3 Bürgermeister dabei gehabt. Und zwar, das sind diejenigen, die schon relativ lange dieses Thema bespielen. Inzwischen hatten wir heute 9 Bürgermeister und 2 Stellvertreter. Also von 17 Städten und Gemeinden waren 11 von der Spitze weg vertreten. Das ist ein ganz eindeutiges Signal dafür, dass die Städte und Gemeinden intensiv jetzt dieses Thema mitmachen. Und die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, sprechen einfach für sich. Es sind ganz, ganz viele neue Anlagen entstanden, ganz viel auch gerade in den öffentlichen Einrichtungen passiert. Nach der Auszeichnung der Preisträger kamen die verschiedenen Bürgermeister der Kommunen zusammen, um sich auszutauschen und zu diskutieren. Wir fragten Udo Saling, wie es mit dem Wettbewerb in Zukunft weitergeht. Im nächsten Jahr wollen wir dann auch noch einen Bürgerwettbewerb starten. Da wollen wir
einfach die Bürger, genauso wie wir jetzt die Bürgermeister, wenn Sie so wollen, motiviert haben, hier Klimaschutz in der Region Hannover im Wettbewerb umzusetzen, wollen wir auch noch einen Bürgerwettbewerb starten. Und in diesem Bürgerwettbewerb können dann tatsächlich alle 1,1 Millionen Einwohner theoretisch mitspielen. Die werden natürlich nicht alle mitmachen, aber wir erhoffen uns dadurch nochmal einen ganz, ganz großen Impuls eben in Richtung Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien bei vielen Bürgern.